Schauen wir mal wieder zum Wochenende drauf, was uns kommende Woche so an Streaming-Highlights, zumindest aus meiner Sicht, auf den gängigen Streaming-Plattformen erwartet. In Kalenderwoche 30 vom 24. bis zum 30. Juli gibt es also einiges und da fangen wir direkt an, nämlich Montag gibt es auf Disney Plus Futurama in der 11. Staffel zu sehen, quasi der dritte Anlauf der Matt Groening-Serie nach den Simpsons, der man versucht, wieder Leben einzuhauchen und ich habe ehrlicherweise Bock auf Frybender und Co. und bin mal gespannt, wie sich das so anfühlt, eine neue Auflage oder Weiterführung von Futurama anzusehen, zumindest ab Montag auf Disney Plus, also quasi morgen. Schauen wir mal, was das dann kann. Dann wechseln wir rüber auf Mittwoch. Dienstag gibt es jetzt nichts, was ich besonders hervorheben würde. Da machen wir gleich weiter mit Disney Plus und zwar im Doppelpack bringen die zum einen die Kult-Sitcom Hör mal, wer da hämmert, Staffel 1 bis 8, dann aus dem Katalog rein auf die Streaming-Plattform, muss ich ganz ehrlich sagen, mit Tim Allen, Tooltime, Tim, Al, Nachbar Will, Jill, der Hot Rod. Irgendwie ist das eine Menge Kindheitserinnerung und deswegen freue ich mich auf, wie hieß das im Original? Home Improvement, glaube ich. Hör mal, wer da hämmert. Und für alle Fans von How I Met Your Father, dem Pendant von How I Met Your Mother, gibt es dann neue Folgen, quasi Staffel 2.2. Ab Episode 12 geht es weiter, ab Mittwoch, dem 26. Juli auf Disney+. Und dann wechseln wir auch rüber auf den Donnerstag, den 27. Juli. Da geht es nämlich auf Netflix weiter mit The Witcher. Staffel 3.2, die letzten, ich glaube, drei Episoden sind es und Henry Cavill, das letzte Mal als Geralt von Rivia, rund um Yennefer, Ciri und Co. Und ich muss sagen, Staffel 3.1 war für mich qualitativ so abfallend im Vergleich zu den ersten beiden Staffeln, dass ich sagen muss, dass ich nicht mehr wirklich gespannt bin, mir das anzuschauen. Werde es natürlich aber trotzdem tun. Auf jeden Fall, The Witcher geht ab Donnerstag dann weiter, ehe dann Liam Hemsworth als Hauptdarsteller übernehmen wird in einer vierten Staffel. Und ab Donnerstag könnt ihr euch auf Netflix, dass er nicht ganz uninteressant ist, auch wenn der Trailer so ein bisschen so lala gespielt aussah. Paradise ist ein deutscher Science-Fiction-Thriller mit Kostja Ullmann und erzählt die Geschichte in einer Welt, in der man bei einem Biotech-Unternehmen beispielsweise, wenn man Schulden hat, stattdessen mit Lebenszeit zahlt. Die wird einem dann geraubt und man altert und hier wird einem Mann ein Unrecht widerfahren und dessen Frau 40 Jahre gestohlen und sie versuchen, die zurückzubekommen. Alles ein bisschen ein rougher Look. Könnte nicht uninteressant sein. Paradise ab Donnerstag. Am Freitag, dem 28. Juli, gibt's dann auf Amazon Prime Video mit Good Omens in der zweiten Staffel die Fortsetzung der ersten Staffel, eben Fantasy-Komödie. Es geht um einen Engel, es geht um eine Hexe, es geht um einen Dämon, um einen elfjährigen Antichristen mit Michael Sheen und David Tennant unter anderem in den Hauptrollen. Glaube ich sogar eine 8er Wertung auf IMDb bei relativ vielen Votes. Also Good Omens, recht beliebt, wird weiter fortgesetzt ab Freitag dann auf Amazon Prime Video. Ebenfalls auf Amazon Prime Video gibt es die zweite Staffel von The Sex Life of College Girls, weil die Serie hat auch eine 7-8er Wertung. Auf IMDb hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Und es geht um vier 18-jährige Erstsemester am Essex College, die quasi ja, zwischen Party, hormonellen Überschwängen, aber auch den ernsthaften Themen des Lebens bewerten, beziehungsweise sich die Serie wiederbefindet. Das könnte nicht uninteressant sein für alle, schon die erste Staffel mögen. Auf Netflix gibt es dann noch mit How to Become a Cult Leader eine Doku-Serie, die sich mit verschiedensten Anführern von Kulten beschäftigt. Wie sie dazu geworden sind, wie man Menschen manipuliert, wann man dafür empfänglich ist. Könnte nicht uninteressant sein ab Freitag auf Netflix, ehe wir das Ganze abrunden auf Sky. Wow, die übernehmen nämlich die Schule der magischen Tiere Teil 2. Und dieser Familienfilm war ja sowohl im ersten als auch im zweiten Teil dann mit über 1 Million Zuschauer durchaus ein großer Erfolg an den deutschen Kinokassen. Und alle, die jetzt sagen, oh, habe ich damals verpasst, möchte ich nachholen, könnt ihr ab Freitag dann machen auf Sky bzw. Wow. Und machen wir den Sack zu. Am Samstag kann man auf Netflix anschauen, die holen Judas and the Black Messiah mit ins Programm. Mehrfach Oscar-nominierter Film, ich glaube auch ausgezeichnet mit unter anderem Lakeith Stanfield, Danny Kaluuya und Jesse Plemons in den Hauptrollen. Es ist die Geschichte rund um Fred Hampton, einem Aktivisten der Black Panther in Illinois und der Verrat eines FBI-Informanten. Fand ich damals ziemlich interessant aufgespielt und damit haben wir ein recht abwechslungsreiches Programm. Ein bisschen was wie Hör mal, wer da hämmert aus der Kindheit, Jugend, ein bisschen was von früher, was fortgesetzt wird, wie Futurama, was nicht uninteressant ist. Dann einige Serien, die weitergehen und so ein bisschen gemischte Dinge. Diesmal glaube ich gar nicht Paramount Plus mit dabei. RTL Plus habe ich glaube ich nichts gelistet. Aber so ist es eben manchmal auch von Apple TV Plus. Aber gut, da wird auch sicherlich demnächst mal wieder hier oder da was kommen, was ich mit highlighten werde. So, damit sind wir am Ende dieses Videos und ich hoffe, da freut ihr euch auf irgendwas in der kommenden Woche und in einer Woche machen wir dann weiter mit der Übersicht für die Woche drauf. So, ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme, Serien und Dokus schauen.